Mein Name ist Ulf Dittmer. Ich bin Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum in Essen. Wir haben ein Klinikpartnerschaftsprojekt zusammen mit der Universität in Poltava. Bei dem Projekt geht es darum, dass wir Diagnostik für Infektionserreger in Poltava aufbauen und verbessern wollen. Bisher ist das eher rudimentär und es gibt halt diese große Problematik, dass Geflüchtete, Verwundete aus dem Krieg von der Front nach Poltava kommen, dort versorgt werden, aber keine vernünftige Virusdiagnostik oder Bakteriendiagnostik gemacht werden kann. Und dann können diese Menschen auch nicht richtig behandelt werden. Ich glaube, eine gute Diagnostik ist die Grundvoraussetzung für eine vernünftige Medizin. Das fehlt im Moment sehr stark. Medikamente gibt es tatsächlich viel mehr als Diagnostikmöglichkeiten. Also die Behandlungsmöglichkeiten sind deutlich besser. Aber wenn man nicht weiß, was der Patient eigentlich hat, dann ist das Problem ganz vorne. Tatsächlich hören wir zumindest von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Poltava, dass die Situation mit Ärzten und Pflegepersonal noch relativ gut ist da, dass die meisten Patienten gut behandelt werden können. Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen auch Regionen, die noch weiter östlich liegen, wo eben auch die Mitarbeiter dann alle geflohen sind oder viele geflohen sind und die medizinische Versorgung wirklich inzwischen ganz schlecht ist. Für den Wiederaufbau des Gesundheitssystems ist es besonders wichtig, dass wir unser Know-how vermitteln. Wir haben sicherlich einen technischen Vorsprung in der Medizin gegenüber der Ukraine. Das müssen wir vermitteln und den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen schulen. Das haben wir gemacht, zum Beispiel in Essen. Aber dann sind auch finanzielle Mittel gefordert, weil ohne finanzielle Mittel kann man den westlichen Standard nicht erreichen. Ich glaube, die spielen eine ganz große Rolle. Wir haben vorher ja nicht so viele Interaktionen von ukrainischen Medizinern und Kliniken mit westlichen Ländern oder besonders auch Deutschland gehabt. Durch dieses Programm sind viele von diesen Kooperationen jetzt entstanden und für die Ukraine ist es zentral, dass dieses Klinikpartnerschaftsprojekt das initiiert, dass sie ihre Kliniklandschaft weiterentwickeln können.